Finale Datingrunde mit Kick geht, ist erneut Janine gefragt. Sie entscheidet jetzt, welcher der drei Jungs weiterkommt. Es ist eine komplette Ausnahmesituation, dass man wirklich in so kurzer Zeit drei Männer datet und dann auch noch so krasse Erfahrungen sammelt. Da die Männer wirklich komplett unterschiedlich sind, kann ich gar nicht irgendwie ein bestimmtes Kriterium auswählen, sondern ich entscheide tatsächlich nach meinem Bauchgefühl. Drei Männer, drei tolle Dates. Ekrem bewies Mut und sprang buchstäblich über seinen Schatten. Christoph verspricht den richtigen Wohlfühlfaktor. Und Felix überraschende Ehrlichkeit. Für einen von ihnen ist die Datingreise dennoch gleich zu Ende. Hallo. Hi. Hi. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute ist Tag der Entscheidung. Wir hatten echt alle ziemlich coole Dates. Und ich würde jetzt einfach mal gerne fragen, wie ihr das so empfunden habt. Und dann würde ich einmal mit dem Chris anfangen. Ich fand es sehr, sehr cool. Am Anfang hattest du ein bisschen Schiss. Und ich fand es schön, dass du mir da vertraut hast. Und ich freue mich aufs nächste Date, wenn du mich nimmst. Ekrem, ja. Würdest du denn sagen, dass du noch mal gerne mit mir auf ein Date gehen würdest? Doch, ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Und wenn ich dafür noch mal paragliden muss, dann mache ich das auch. Tatsächlich. Ja, Felix. Du weißt, der Wasser ist nicht so mein Freund und ich fand es dann total cool, wo du gesagt hast, oh, meine auch nicht. Das fand ich eine sehr tolle Basis. Ich würde so gerne mit dir noch mal ein Date haben, um einfach das zu vertiefen. In der nächsten Runde wartet noch mehr Action, noch mehr Herzklopfen, noch mehr Risiko. Mit wem will sich Janine dem stellen? Den ersten, den ich gerne auf ein weiteres Date mitnehmen würde. Ist Ekrem. Ja. Und deswegen. Aber mein weiter. Ah, Fuß. Ja, okay. It's a date. So, die zweite Entscheidung. Die Person, mit der ich ein weiteres Date haben will, mit der hatte ich auf jeden Fall viel Spaß. Wir haben uns auch unterstützt und wir hatten auch gute Gespräche. Und die Sympathie war da. Und deswegen würde ich Chris fragen, ob du noch ein weiteres Date haben möchtest. Klar. Okay, ja, das auf jeden ist Fall. Mal gut. Gut, hey, dann. Danke. Ein weiteres Date. Für mich. Für Felix ist das Dating-Abenteuer damit vorbei. Ja, ist schade. Kam aber nicht ganz unerwartet, muss ich gestehen. Ich bin niemand, der da irgendwas verheimlicht oder der hinterm Berg hält. Und von dem her völlig okay. Per Grenzerfahrung den Richtigen finden. Das ist das Ziel von Liebe auf den ersten Kick. Und jetzt geht es in die finale Runde. Hier warten noch zwei Dates und jede Menge Adrenalin. Es ist natürlich ein mulmiges Gefühl, dass jetzt die Action-Dates anstehen. Da kann man sich gar nicht verstellen. Also da, wenn jemand auch eine Maske hat, die fällt da auf jeden Fall. So viel zur Theorie. In der Praxis gibt's noch etwas mehr Extremsituationen obendrauf. Janine erblickt in diesen Augenblicken zum ersten Mal ihre nächste Dating-Location. Es geht in die Skisprung-Arena in Oberstdorf. Ich hab so Angst. Was könnte die Aufgabe sein? Ja, irgendwas da runterspringen. Ich hasse sowas. Ich mag nicht Schnelligkeit und irgendwo so runterdonnern. Ich schaff das nicht. Ich hab einen Puls von 350.000. Ernsthaft. Ich kann das sehr gerne machen, aber ohne mich. Dabei birgt der Angstgegner großes Liebespotenzial. Action-Experte und Motivationscoach Jochen Schweizer bietet nicht umsonst die spektakulärsten Dating-Abenteuer. Gemeinsam extreme Situationen zu durchleben, führt immer dazu, dass sich zwei Menschen sehr gut kennenlernen und im Idealfall sich in der Seele erkennen. Blümchen-Dates sind was für Anfänger, könnte man sagen. Auch wenn Christoph aus München so aufmerksam war, noch schnell was Grünes zu pflücken. Ich bin sehr aufgeregt, weil
ich jetzt die Skischanze gesehen habe. Und das wird ein richtiger Kick, glaube ich. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Das Action-Date startet mit gemischten Gefühlen. Wie geht's dir? Alles gut? Nein, mir geht's nicht gut. Dir geht's nicht gut? Nein. Hast du dich gerade geflügt? Ich hab gefragt. Ich habe ihn nicht mal geklaut. Danke. Jetzt geht's dir bestimmt besser, oder? Ja, die Blume macht's ein bisschen besser. Ja. Trotzdem. Das ist schon ganz süß. Ich weiß jetzt auch nicht, was uns heute hier erwartet. Also wenn es wirklich das ist. Kriegen wir schon. Weiß ich nicht. Also finde ich nicht so lustig. Nein? Mm-mm. Okay. Dann ist es ein bisschen ernster. Hm? Manchmal reicht auch ein Blick hinter die Kulisse. In diesem Fall hinter die Skisprungschanze. Und da verbirgt sich ein Hochseilgarten, die eigentliche Dating-Location. Wie gehe ich das Ganze an? Hochseilgarten, auf jeden Fall immer nah bei ihr sein, damit sie das Gefühl hat, dass jemand da ist, der sie stützt. Ich bin jetzt gerade relativ entspannt nach eben dem Schock. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen tricky sein teilweise, aber das machen wir schon. Ja, klar. Ja. Wir sind zu zweit, läuft das. Genau. Oh, das ist ganz schön wackelig. Oh, meine Beine sind dann voll. Nein! Ich muss sterben. Ja. Nee, also wenn du jetzt noch ein Stück nach vorne gehst, dann gehe ich ein Stück nach hinten, damit es in Waage bleibt. In dem Team gibt es immer in der jeweiligen Situation einen Stärkeren und einen Schwächeren. Und es ist ganz natürlich, dass der Stärkere dem Schwächeren hilft, in dieser Situation zu performen oder sie einfach zu überwinden oder zu bewältigen. Perfekt, super. Chris hat in der Situation schon sehr viel Männlichkeit gezeigt. Und obwohl er jünger ist, dass er, sage ich mal, auch die Führung übernehmen kann. Und das spricht halt einfach komplett für ihn. Trotzdem bleibt es eine Zitterpartie. Das letzte Hindernis war halt ein Gemeinschaftshindernis. Also es war halt, sage ich mal, zwei Drahtseile, in denen man sich gegeneinander stützen musste, um sich Stabilität zu geben, um dann über das Drahtseil gemeinsam rüberzukommen. Sah vielleicht im ersten Moment gar nicht so schlimm aus, aber wenn man halt draufsteht, ist dann wieder noch eine ganz andere Sache. Ich will das nicht mehr. Okay. Das wirkt jetzt von außen betrachtet gar nicht so hoch, aber 5 oder 10 Meter können für jemanden, der die Höhe nicht gewohnt ist, wahnsinnig hoch sein. Hüfte nach vorne. Ja, ja, ja. Arme gerade. Hüfte nach vorne. Ja. Perfekt. Nein. Arme hoch. Das ist halt eine große Vertrauenssache. Also ist jetzt nicht, dass ich jetzt Chris nicht vertraue, aber es ist schon so, sich fallen lassen, das ist schon schwierig. Und dann, als ich das erste Mal runtergeplumpst bin, das war dann irgendwie, konnte ich mich irgendwie gar nicht mehr beherrschen, weiß ich nicht. Das war dann war es vorbei. Also im ersten Moment, wenn man das hört, dass jemand einen kein Vertrauen hat, klar, es verletzt einen nicht, aber man nimmt es schon so ein bisschen mit. Das ist bei mir ja ein bisschen komplizierter, weil meine letzte Beziehung sehr schlimm war. Ich wurde halt auch betrogen und das prägt einen und deswegen ist das halt sehr schwierig, vielleicht bei einem anderen Menschen halt Vertrauen zu geben oder auch jemandem Vertrauen zu gewähren. Ich ärgere mich. Musst du aber nicht. Du bist so voll abgelost. Hast du nicht. Alles gegeben. Alles gut. Nein, ich war ein Heuli. Möchtest du weitermachen? Ja, kommt drauf an, was, ne? Ja. Unsere letzte Aufgabe war dann der Giant Swing, ein 30 Meter hoher Turm, wo man runterspringt und sich dann auspendeln lassen kann. Schau mich das? Ja, klar, ey, Logo. 1, 2, 3. Okay, das ist geil. Glücksgefühle bei Janine. Und bei Chris? Ja, okay. Wow! Beim Big Swing ging mir schon die Pumpe, ja? Auf jeden Fall. Das war ein guter Kick. Den Kick haben damit beide bekommen.
Doch wie steht es mit der Liebe? Meinst du Lust, mich wiederzusehen, oder? Ich finde schon ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Okay. Das eben in einem Hochseilgarten, das hat mich irgendwie emotional sehr gefordert. Und ich weiß nicht, da hast du mir einfach so ein richtiges gutes Gefühl gegeben, was ich eigentlich auch bei einem Mann auch so sehr wertschätze. Also es spricht sehr für dich und für deinen Charakter und das finde ich sehr gut. Gerne gemacht. Ich habe sowas noch nie jetzt an einem ersten oder zweiten Date erlebt. Unbedingt, dass jemand so aufrichtig und aufmerksam ist. Aber ein kleines Herzklopfen ist irgendwie schon da. Okay, dann wollte ich mich von dir verabschieden. Ich hätte mich schon noch ein bisschen länger gerne mit dir unterhalten. Einfach ganz entspannt, ganz locker. Wenn das keine guten Aussichten sind. Janine dagegen hat keine Zeit durchzuatmen. Für sie geht es direkt zum letzten Action-Date. Übergang zum nächsten Date mit Ekrem war für mich sehr schwer. Eine komplett andere Person, komplett andere Aktivität. Und das ist mir wirklich nicht leicht gefallen.